Die EU hat ihr Klimapaket vorgestellt. Höhere CO2-Preise, Hürden für die Flugbranche, ja, und der Verbrennungsmotor, der soll möglichst verbannt werden. Darüber sprechen wir heute und bei mir ist Oliver Roth von Otto BHF Corporate Markets. Schön, dass Sie hier an der Frankfurter Börse sind. Ja, hallo. Herr Roth, wird das jetzt schwierig für die Autobranche, Flugbranche, Chemieriesen? Wird da einiges auf börsennotierte Unternehmen zukommen oder ist das mehr oder weniger schon eingepreist? Also die erste Welle ist zweifelsohne schon eingepreist. Das hat man ja an den Kursverläufen der letzten Monate gesehen. Da gehörten Fluggesellschaften, aber auch gerade besonders die deutschen Automobilhersteller, ein bisschen auch die Chemie, eher zu den Verlierern. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass da noch große Gelder investiert werden müssen in die Zukunft und da kommen noch große Aufgaben auf diesen Branchen zu. Nichtsdestotrotz denke ich mal, das Tal hat man jetzt schon durchschritten, weil der erste Schock ist verwunden. Man ist beispielsweise bei den Automobilherstellern schon auf dem richtigen Weg, VW beispielsweise, aber auch Daimler, aber auch BMW. Also da sieht man, da geht es deutlich nach vorne und auch bei den Fluggesellschaften, die wissen auch, auf was sie sich einstellen müssen. Und by the way, erstmal brauchen wir bei den Fluggesellschaften einen Nichtverbrennungsmotor, der diesen Namen dementsprechend auch verdient und der eben auch Langstrecke fliegen kann. Also da haben wir noch mit Sicherheit ein bisschen länger Zeit. Ergeben sich daraus denn jetzt auch Chancen für Anleger? Worauf sollte man vielleicht besonders ein Auge werfen? Ja, absolut. Genau auf diese Branchen. Auch gerade die Deutschen haben ja da, ich will es mal sagen, so ein bisschen stiefmütterlich das Ganze eher so als Lippenbekenntnis bearbeitet, das Thema erneuerbare Energien und was das letztendlich dann auch auf die Antriebsarten macht und wie es sich verändert. Da haben die Deutschen eher Lippenbekenntnisse abgegeben. Jetzt gehen sie wirklich in medias res. Und deshalb sind da natürlich Chancen da, sich über Gebühr zu entwickeln. Die Technologiewerte in Amerika, die sind ja nun mal schon mal gelaufen und deswegen sollte man auf die Branchen achten, die ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Der DAX ist ja lange seitwärts gelaufen, jetzt ist er wieder so ein bisschen auf Rekordjagd gegangen. Was treibt dann den deutschen Leitindex an? Ja, zweifelsohne natürlich diese Erholung, die wir mit Corona eben umgangen haben, die jetzt kommen könnte. Immer eben auch die Frage des Konjunktiv, wie sieht es denn dann im Winter wieder aus? Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es uns nicht mehr so hart trifft. Und genau da liegt letztendlich auch die Chance, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir dementsprechend dann eben auch aufholen können. Und das sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Wir sehen ordentliche Zahlen von der US-Berichtssaison. Gerade die Banken haben gut performt. Ist das auch ein wichtiges Thema für Europa? Also, dass die Banken in Amerika gut performt haben, das sei ihnen belassen. In Deutschland haben wir deutliche Probleme, eigentlich seit 10 Jahren im Bankensektor, weil die Regulierung der Banken in Europa nach der Finanz- und Wirtschaftskrise enorm vorangetrieben wurde. In Amerika mittlerweile die Fesseln dort deutlich wieder gefallen sind, die Banken auch rekapitalisiert wurden. Das hilft an der Stelle nicht wirklich den Europäern weiter, aber es ist ein ganz guter Ansatz für die Berichtssaison, weil die Banken Amerika gut verdient haben. Demzufolge geht man auch davon aus, dass vielleicht das ein kleines bisschen Licht eben auch auf die gesamte Berichtssaison wirft. Und wenn man Daimler sieht, die haben auch gute Zahlen gebracht, dann weiß man, dass man eigentlich gute Zahlen erwarten kann in dieser Berichtssaison. Sind die USA schon ein bisschen schneller durch die Krise als wir hier in Deutschland? Definitiv, aber das ist, ich will es mal so sagen, traditionell, dass die Dynamik der Wirtschaft in Amerika viel größer ist als in Europa. Hier in Europa ist einfach der soziale Anhang viel stärker, die Regulierung viel stärker. Und in Amerika ist die Dynamik einfach da. Die ist von Haus aus schon immer so gewesen und das wird auch weiterhin so sein. Also die Amerikaner sind ein ganzes Stück schneller als die Europäer. Wie sollten sich Anleger jetzt über den Sommer positionieren? Gibt es viel zu holen oder sollte man doch lieber in den Urlaub fahren? Ich glaube, man sollte auf jeden Fall ein Auge auf den Markt werfen, weil Rücksetzer sind definitiv möglich, allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube in der Tat, dass wir eher in der Seitwärtsbewegung über den Sommer hinweggehen. Ein Auge sollte man drauf haben, aber ich denke, sich an den Strand zu legen, um mal die Sonne zu genießen, kann man sich durchaus leisten. Und wann sehen wir die 16.000 Punkte? Die 16.000 Punkte können trotz allem relativ schnell gehen, weil das nicht mehr weit weg ist, aber das ist schwierig zu prognostizieren, weil die Märkte momentan eigentlich ohne wirkliche
Einflüsse von außen agieren. Das heißt, man könnte durchaus mal die 16.000 sehen, aber dann werden wir wieder auf die 15.500 wieder zurückkommen. Das heißt, den großen Ausbruch nach oben erwarte ich nicht, selbst wenn es mal kurzfristig die 16.000 antippt. Sagt Oliver Roth von Otto BHF Corporate and Markets. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.